Viele Musikerinnen und Musiker, die wir hier ausgezeichnet haben, sind in die Welt hinausgegangen, sind Musikexport. Aber es gibt auch immer wieder wichtige Musikerpersönlichkeiten, die aus der Ferne hierher kommen. So auch Mahmoud Turkmani, Komponist und Oudspieler und Gitarrist, der lebt seit langem hier im Kanton und hat mit seiner orientalischen Musiktradition das hiesige Musikschaffen bereichert, aber auch irritiert und komponiert. Ich habe ihn gehört vor 2 Jahren. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Das war auch an einem Preisverleihung. Das war sehr schön. Gut, jedenfalls Thomas Burkhalter sagt uns mehr und kompetenteres als ich jetzt zu Mahmoud und wir hören uns auch noch etwas an. Turkmani stellt sich als Komponist, Gitarrist und Oudspieler seit vielen Jahren dringenden musikalischen und kulturellen Zeitfragen. Er tut das auf ganz verschiedenen Bühnen und in unterschiedlichen Kontexten. In Europa bedient er nie unsere Vorurteile von einer netten Weltmusik oder einer konservativen oder gar radikalisierten arabischen Welt. Turkmani offeriert aber auch nicht bloß zeitgenössische europäische Musik. Sie hat immer viel mit seiner Biografie zu tun, seiner Musik. In Kairo, Beirut oder Tunis aber, da stößt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer regelmäßig vor den Kopf. Er verweigert sich etwa dem arabischen Trend, arabische Ornamente über europäische Harmonien zu spielen. Turkmani inszeniert seine Musik lieber transdisziplinär, nutzt Videokunst, zeitgenössische Gedichte, Theater und Tanz. In seiner Performance Yasha Mut, O böses Stirb oder Du Hurensohn, je nach Lesart, kritisierte Mahmoud Turkmani die traditionalistischen Haltungen in seinem Heimatland Libanon offen und direkt. Und an einem wichtigen Kongress in Kairo polterten arabische Musikwissenschaftler nach seinem Konzert an die Hoteltür. Er sei ein Verräter der arabischen Musik. Turkmani hatte traditionelle arabische Gedichte mit einem klassisch-arabischen Ensemble neu vertont. Mahmoud Turkmani ist 1964 im Norden Libanons geboren und aufgewachsen. Er studierte an der Moskauer Musikakademie klassische Gitarre und Komposition und führte diese Studien an den Konservatorien von Basel und Bern fort. Heute lebt er in Oberscherli bei Bern. Turkmanis Kompositionen werden im In- und Ausland gespielt. Er selber tritt regelmäßig mit großartigen Musikern auf und seine CDs sind beim renommierten deutschen Label Enya erschienen. Daneben ist Mahmoud Turkmani ein Förderer von Nachwuchsmusikern geblieben. Zum Beispiel hat er immer junge arabische Musiker in seine Projekte eingebunden. Eine ganze Schar ägyptischer und syrischer Komponisten, Oudspieler und Sänger studiert heute auch dank ihm an der Hochschule der Künste in Bern. Als Jugendlicher war Mahmoud Turkmani ein regional bekannter Virtuose auf der elektrischen Gitarre
und wurde häufig als Festmusiker gebucht. Zum Ärger seines Vaters ließ er sich aber gerne mit lokalen Süßigkeiten bezahlen, anstatt mit einer Gage. Heute wäre sein Vater sicher besonders stolz auf ihn. Ich freue mich sehr, Mahmud Türkmani den Anerkennungspreis des Kantons Berns überreichen zu können. Und ich wünsche ihm und seiner Familie alles Gute für seine Zukunft. Dass ihr mir doch etwas Musik mitgegeben habt, und ich danke meinen Eltern, dass sie mich machen ließen. Dem Kanton Bern danke ich natürlich auch. Ich bin erstaunt überhaupt, dass ich diesen Anerkennungspreis bekomme, da ich eigentlich immer versucht habe, niemandem zu gefallen. Und also Thomas Burkhardt hat immer ständig versucht, mich als Brückenbauer zu etablieren, sozusagen, oder zu benennen. Und ich habe versucht, diese Brücke immer zu zerstören. ich bedanke mich eigentlich, wenn ich jetzt damit beginne, und Sie haben uns oder von uns verlangt, ja nicht so lange uns zu bedanken, wenn ich damit beginne mit meiner Familie, dann könnte ich bis morgen noch in diesem Saal bleiben. Also auf jeden Fall bedanke ich mich bei meiner kleinen Familie, Großfamilie und beim Kanton Bern. Und herzlichen Dank.